Und damit willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe für Innos. Hey, ich bin enttäuscht. Wo bleibt man für Innos? Ich habe einige Heiltränke gekauft. Und zwar war ich beim Kloster, da gab es nichts mehr. Dann war ich beim Söldnerlager, da habe ich auch nichts gekriegt. Ja, vielleicht ein paar einzelne. Was ist deiner Meinung? Aber in der Stadt bei Zuris für wurde ich fündig. Innos. Für Innos, geht doch. In der Stadt bei Zuris wurde ich fündig. Und konnte mir einige Heiltränke, wie ihr seht, abstauben oder wie ihr gerade gesehen habt. Hier nochmal der Vollständigkeit halber 17 kleine, 24 70er, 20 100er und 2 vollständige. Außerdem habe ich 5 Äpfel gefunden, die es zum Kaufen gab. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber schmeckt saftig und frisch. Genau, und weil die Heiltränke nicht allzu viele waren, habe ich hier noch ein paar Eintöpfe und ein paar Schinken gekauft, weil die doch dann relativ viel heilen. Ich meine, es sind zwar nur 20, aber es ist immerhin besser als gebratenes Fleisch mit 12 oder Pilze mit 5 oder so. Das schien mir dann eine gute Alternative zu sein zu Heiltränken, auch wenn ich Biff davon nichts abgeben kann. Für mich selber. Ah, da bist du ja wieder. So, dann laufen Biff und ich jetzt immer wieder rüber zum Feuerdrachen. So. Wo ging es da noch gleich hoch? Ach ja, ich erinnere mich, oben bei Ork-Lager. So, hier gibt es gerade keine Orks mehr, sehr gut. Ich habe nachgelesen wegen Hoshpak, weil wir ja direkt den angegriffen haben, mit dem kann man tatsächlich nicht reden. Ich hatte mir überlegt, vielleicht hätte ich mit dem reden können, um ihn, was weiß ich, umzustimmen oder Erfahrung zu kriegen oder sonst was. Oder rauszufinden, was er hier eigentlich will. Das geht aber nicht. Und deswegen ist es nicht schlimm, dass Biff und ich die einfach direkt umgelegt haben, die Orks, samt Hoshpak. Gut, da drüben kann man noch hochklettern. Aber erstens, ich bin mir nicht sicher, ob Biff das schafft und wenn ja, ob es überlebt. Und zweitens, warum denn? Ich kann doch hier einfach rüberlaufen oder gibt es da irgendwas? Das sieht nicht so aus, ne? Ist da oben vielleicht? Das sieht so ein bisschen... Das könnte eine Höhle sein, ja. Könnte aber auch nur Lichtspiel sein. Schau ich mir mal an, wenn ich Biff nicht dabei habe. Warum liegt hier Schwefel rum? Na gut, nehme ich mit. Was soll's. Biff ist hinter mir, sehr gut. Ich versuche ihn so zu führen, in großen Kreisen, dass er nicht runterfällt. Dass er nicht runterknallt und stirbt oder zumindest angeschlagen wird, weil so viele Heiltränke gibt es dann doch nicht. Gut, ich habe nicht ganz so viele gekauft, wie ich hätte kaufen können eventuell, weil ich dann doch relativ wenig Geld habe, wie ihr vielleicht seht. Ich habe noch 4 Gold. Ich hätte ein paar Sachen zu verkaufen da oben. Ich könnte meine ganzen Ringe und Amulette und Gürtel und so mal verkaufen. Könnte ich mal machen, aber ich denke jetzt fürs Erste habe ich erstmal genug. Gut. Wir könnten da links weiter hoch, wo ich es letztes Mal versucht habe, mit dem Golem und so. Wir könnten aber auch hier lang gehen, dachte ich mir. Ne? Wenn hier schon so ein toller Weg ist, nehmen wir den doch einfach mal. Beziehungsweise vielleicht wäre das Klügste, einen Blick auf die Karte zu werfen. Und tatsächlich, ich bin direkt hier beim Vulkan, so wie es aussieht. Das hier scheint sogar wirklich der Weg zu sein, der da hochführt. Jetzt hoffe ich nur, dass hier nicht irgendwie Gegner rumstehen. Nein. Schon wieder eins von diesen Biestern. Hey, ich habe ihn eingefroren. Unglaublich. Ach, Biff, komm schon. Biff, lass mich nicht allein mit dem Echsenmenschen. Ah. Oh. Naja, gut, was soll's. Mit einem Echsenmenschen komme ich, glaube ich, zurecht. Die Frage ist, ob Biff mit dem Feuergolem zurechtkommt. Oh, hat er schon. Ist ja geil. Sehr schön. Meine Güte, lief das gut. Großartig. So, wo ist die Waffe? Feuerwurzel, die nehme ich auch. Wo ist die Waffe? Da ist die Waffe. Gib mir mal ein bisschen Geld, wenn ich die verkaufe. Dann würde ich gerne die... Nichts zu plündern. Die Echsen haben nichts dabei. So, wer ist das hier? Ein toter Drachenjäger.
Milch, Heilkraut, 46 Gold, ein Stängelsumpfkraut und eine alte Münze. Und jetzt kommt gleich Büffel 23 Gold, nehme ich an. Da ist nichts zu holen. Hat er sich gerade bewegt? Er hat sich gerade bewegt. So, Biff, bevor du auf die Idee kommst, im Kampf mich anzusprechen, hä, was? Brauchst du Heilung? Klar. Ich dachte jetzt eigentlich, er will Gold von mir. Warum will er kein Geld von mir? Okay. Brauchst du Heilung? Klar. So, noch einen kleinen, das sollte reichen, genau. Und mir fehlen 109. So, machen wir daraus mal eine 104. Dann machen wir daraus 92 und 80. Und 80 sind 4 Eintöpfe. 1, 2, 3 und 4. Was sagt das Mana? Da fehlen mir genau 80. Okay. Dann trinke ich einen 75er Trank und... Naja, es sollte reichen. Ein Echsenmensch. Komm mal her. Hehehehe. Biff, der ist für dich, oder? Ja, den kannst du. Hey, das lief gut. So, ich glaube, hier noch ein 75er. Sollte fürs Erste reichen. Dann fehlen mir noch 20 Mana. Ist egal. Ach, apropos, was ich noch gemacht habe. Haha. Bevor ich es vergesse, habe ich Offscreen gemacht. Ist mir zufällig aufgefallen. Ich habe das Auge Enos aufgeladen mit dem Drachenherz vom Steindrachen. Das hatte ich nämlich voll vergessen in den letzten Folgen, als ich es konnte. War keine gute Idee, das zu vergessen. Aber zum Glück bin ich an einem Alchemietisch vorbeigekommen. Habe ich jetzt wirklich Biff eingefroren? Das ist dumm. Das ist extrem dumm. Biff, stirb bitte nicht. Das war blöd. Das Problem ist... alles okay? Okay, er ist mir nicht sauer. Brauchst du? Was ich rausgefunden habe, außerdem, als ich im Kloster war, auf der Suche nach Tränken... Unten im Keller steht einer, ein Alchemist... der mir für kleines Geld, für 10 Gold, glaube ich, pro Trank, Tränke braut. Und da ich den besten Heiltrank noch nicht brauchen kann und nicht noch mehr Lernpunkte auf Alchemie verschwenden will, scheint mir das eine gute Alternative zu sein. Also was er braucht, ist eine Laborwasserflasche und die Zutaten für den Trank und dann halt ein bisschen Geld. Und dann braucht er mir den Trank. Und ich finde, das ist ein gutes Angebot. So, jetzt fehlen mir 120. Machen wir das mal so. Gott, wie die großen Heiltränke schon wieder schwinden. Unglaublich. Nun denn, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Eigentlich könnte ich jetzt wieder zurückgehen, mein Mana um 2 steigern, aber wisst ihr was? Ich bleibe jetzt hier. Komm mal her. Haha. Oh. Das O bezog sich darauf, dass es 2 sind. Komm schon, Biff, hau drauf! Ups. Da ist nichts zu holen. Ich einfach immer Biff treffe. Da ist nichts zu holen. Es tut mir so leid, es ist keine Absicht. Nichts zu plündern. Nun gut, Biff hat relativ wenig abgekriegt. Ich denke, das bisschen, da muss man jetzt keine... Da muss man keinen Heiltrank verschwenden. Ich brauche 90 Mana... Macht 75 und 15. Wunderbar. Und außerdem dann noch exakt 400 Lebenspunkte. Wie kriege ich die zusammen? Ich könnte hier ganz viel... Naja, also 100 hole ich mir auf jeden Fall mit nur einen Topf. Mit 5, 3, 4 und 5. Ach komm, 120. 140. Dann das Brot weg. 150. Zwei Pilze. 160. 180. 200. Ja, komm, jetzt ist gut.
250, 300, 350 und 400. So. Wohlgenährt und vollgeheilt. So gefällt mir das. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass hier bald der Drache kommt. So langsam bekomme ich das Gift. Also 100 Goldmünzen? Ja. In Ordnung. Du bist es wert. Du armer Schlucker, kannst ja nicht mal ein... Ich suche mir lieber einen... Ey! Och nö! Wirklich? Warte mal. Kann ich dich jetzt... Okay, ich kann immerhin wieder ansprechen. Mist! Habe ich tatsächlich durch zu wenig Gold das Ganze jetzt verkackt? Tja, dann bleibt mir jetzt leider nichts anderes übrig, als hier tatsächlich nochmal zurückzugehen. Gut, ich sag's mal so, jetzt habe ich eh die Lernpunkte, das heißt, ich kann meine Mana nochmal um 2 Punkte steigern, da kann ich die ganzen Pilze wirklich essen. Meine Meinung will ja keiner hören. Wie kriege ich jetzt Gold? Wie kriege ich Gold? Ich krieg Gold, indem ich nach Kaurinis zurückkehre. Ja, sorry, das, Mann, das ist ärgerlich. Das hatte ich nicht bedacht, dass Befehligen nicht ein bisschen Gold von mir will, und dann habe ich alles in Haltränge gesteckt. Nur um jetzt zufällig, genau dann, wenn ich das Gold nicht habe, von ihm überfallen zu werden. Also überfallen, in Anführungszeichen, im Sinne von, er braucht Gold von mir, weil es ihm so gefährlich wird. 100 Gold, das ist so wenig. Das hätte ich mir eigentlich leisten können müssen. Mann, das ärgert mich. Das muss ich jetzt voll raus. Aber gut, was soll's. Probleme lösen sich nicht, indem man sich über sie beschwert, sondern indem man sie löst. Ne? Ganz einfache Regel. Probleme lösen, indem man Probleme löst. So, bei wem würde ich magische Ringe, Amulette und Gürtel kaufen? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich würde ja eigentlich sagen, im Kloster. Was mache ich also hier in der Stadt? Ich weiß es nicht. Taverne. Ach ja, in der Taverne gab es auch einen Trank. Einen einzigen. Blödsinn, nicht zu Xardas. Ich will zum Kloster, genau. So ist es, zum Kloster. Hallo Milton. Damit ich jetzt meinen Mana hier steigern kann, muss ich leider hier alles ablegen. Und kannst du... Ich kann dir nichts... Ja, du kannst mir nichts beibringen. Was? Deine magische... Ja, achso, ja, genau, das kostet ja schon 4, sowas, genau. Ich wollte ja noch 2 erhöhen, damit es wirklich 5 kostet. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Und, das sollte aber hier... Nee, da kann mein Mana nicht steigern. Wer kann mein Mana steigern? War das der große Anführer? Wie hieß er? Ich hab den Namen vergessen, oh Gott, das ist peinlich. Pyroka, genau, ja. Ich will meine magische Kraft steigern. Genau, jetzt kostet es 5 Punkte. Sehr schön. Und ich habe 3 Lernpunkte. Ich denke mal, das reicht nicht für einen neuen Zauber. Oder? Hey, du. Reicht das für einen neuen Zauber? Er hat auf die falsche... Unterweise mich. Ich hätte gerne irgendwas, was viel Schaden macht. Aber ich fürchte, dafür brauche ich erstmal einen neuen Kreis. Und den kriege ich aber garantiert nicht für 3. Wie mache ich das jetzt erst? Für 3 Lernpunkte. So, aber eigentlich bin ich ja hier, um mein Geld zu holen. Und wie gesagt, magische... Ich brauche ein paar Dinge. Ringe und Amulette würde ich hier kaufen. Jetzt will ich bloß sicherstellen, dass ich hier nicht aus Versehen das wieder ablege. Also, dass ich nicht aus Versehen verkaufe, um genau zu sein. Was haben wir denn hier? Okay. Also, folgendes. Das da würde ich gerne behalten. Das da brauche ich noch. Ring der Krieger brauche ich nicht. Ring der Erleuchtung könnte sinnvoll sein, eventuell, falls ich das Amulett wechsle. Der Ring der Priester ist genauso gut und gibt mir einen Set-Bonus. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Könnte sinnvoll sein. Ist vielleicht ein Quest-Item, behalte ich mal. Brauche ich vielleicht. Brauche ich auf jeden Fall nicht. Und den. Nee. Komm, die beiden brauche ich nicht. Das ist Unsinn. So, Feuerpfeil habe ich 2-mal. Kannst du 1-mal haben. Was habe ich noch doppelt? Nicht so viel. Die Spruchrollen behalte ich auf jeden Fall. Steintafel des Quahodron. Ja. Gibt mir leider auch kein Geld, ne? Sonst
würde ich das vielleicht behalten. Runensteine behalte ich. Sextant brauche ich auf jeden Fall nicht. Silberkelche brauche ich nicht. Silberteller brauche ich nicht. Zähne würde ich aber eher bei Bossbar hergeben. Also die wertvollen Sachen. Den Stachel brauche ich vielleicht noch. Dann die Steintafeln brauche ich eigentlich nicht. Die geben mir aber auch kein Geld. Minecrawler-Zangen. Ah, regeneriert magische Kraft. Oh, das probiere ich mal aus, wenn ich Mana brauche. Das will ich dann mal ausprobieren. Die ganzen Jagdtrophäen will ich hier nicht verticken. Aber so die wertvollen Sachen, genau wie die Schatullen und die goldene Kelche und vielleicht ein Goldbrocken. Und eine Juwelenschatulle. Und dann... Haha, Fangheuschreckenköpfe. Ja, wie gesagt, die gebe ich bei Bossbar ab. Blattwindskopf. Das geht alles zu Bossbar. Und hier würde ich aber noch... Ich glaube, Aquamarin ist für Alchemie wichtig. Aber jedes goldene Zeug brauche ich nicht. Goldene Teller, goldene Halskette, goldener Ring. Erz behalte ich mal noch. Sicher ist sicher. Schale, silberne Kette, silberner Ring. Krautstampfer brauche ich auch nicht. Gibt mir kein Geld, aber brauche ich nicht. So, dann habe ich hier doch tatsächlich wieder 3000 Gold zusammen. Mit allem, was ich vertickt habe. Ich könnte noch ein paar Waffen hergeben, aber nicht hier im Kloster. So viel ist sicher. So, ich würde dann vielleicht, wenn ich schon mal da bin, die noch ein bisschen auffüllen, aber nicht allzu sehr. Das Gold brauche ich ja nämlich erstmal andersweitig. So, vielen Dank, lieber Gorax, das war sehr hilfreich. Jetzt würde ich gerne in die Hafenstadt. Denn wenn ich schon mal da bin, komm, dann mache ich das gleich richtig. Dann gehe ich zu Bossbar und verkaufe ihm die ganzen Jagdtrophäen. Und dann gehe ich nochmal zu Zuris und kaufe mir nochmal ein paar Heiltränke, damit die auch wirklich reichen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich dachte nämlich eigentlich... eigentlich wollte ich das wieder offscreen machen, aber... Ach, ihr wisst ja, wie das ist. Dann kam es anders, als ich dachte. Dann wollte er nämlich plötzlich Gold. Der liebe Biff. Zeig mir deine... Ihr habt's ja gesehen. So. Bossbar bekommt erstmal die Jagd. Oh, ich habe noch die Rüstung hier, ne? Von Raven's Garde, die Feuermagierrobe. Moment, die Feuermagierrobe? Und was trage ich? Ah, die schwere Feuerrobe, okay. Wem verkaufe ich Rüstung? Zeig mir. Ja, warum nicht Bossbar, oder? Na, Bossbar hat Bögen und Jagdtrophäen. Ich überleg's mir noch. Die Jagdtrophäen kriegt ihr aber auf jeden Fall. Nämlich hier Zähne. Blutlingenstachel hätte ich gerne noch für den Trank. Minecraft-Zang wollte ich schlürfen. Reptilhaut, Zumpfeihaut, zwei Schattenläuferhörner, Schafsfelle, Wagfelle, Wolfsfelle, Minecrawler-Panzerplatten. Die Rüstung will ich eh nicht. Zumpfrohr hebe ich mal auf. Könnte doch nützlich werden. Die Fangheuschreckenköpfe, Schattenläuferfelle und Blattwindskopf würde ich auch als Jagdtrophäe bezeichnen. Kann er auch haben. Feldarbeitsange, Goblinknochen, Skelettknochen, Trollfelle. So, das war's, so wie es aussieht. Okay. Gut, oder? War das alles? Habe ich da nicht gerade noch was gesehen? Ach nee, das sind Runensteine. Ich dachte, das wird Felder. Oh nein, das sind Runensteine. Runensteine sind wichtig. Die brauche ich auf jeden Fall noch. So, Senkrads Armbrust. Wer ist Senkrad? Ach so. Da war was, ne? Das war der Typ, den ich suchen sollte. Die behalte ich mal, aber die normale gebe ich her. Ich habe einen besseren Bogen als den Jagdbogen. Wie sieht's in Blödsinn. Sehe ich das richtig? Ah, ich habe zwei Jagdbögen, okay. Dann kann er auf jeden Fall den normalen Bogen haben, der ist nämlich schwächer. Und den anderen Jagdbogen kann er auch haben. So, den Langbogen kann ich eh nicht benutzen, kannst du haben. Für die magische. Oder schauen wir mal. Vielleicht kann ich die doch noch benutzen. Schauen wir mal. So. Hätten wir das erledigt? Mann, bin ich reich. 4000 Gold. Das kann ja nicht ewig. Diego, du bist doch Händler, oder? Von selbst ist er. Ich hab dein Gold gefunden. Gut. Zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Ich hab was anderes gehört. Pass auf. Ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus.
Oh, stimmt. Ich hatte ja Diegos Geldbeutel gefunden. Hatte ich ganz vergessen. Wo hast du das denn? Cool, wenn ich schon mal da bin, würde ich auch mal wieder hochgehen ins obere Viertel. Warum eigentlich nicht? Zeig mir deine Ware. Ich hab mir das ich muss mich gedacht. Vielleicht war kriege ich ja dort tatsächlich dann doch noch ein bisschen was her. Ich brauche auf jeden Fall nicht zwei von dem Schwert, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich eh nicht benutzen kann. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Genauso wenig hiervon. Hexenschwerter kannst du haben. Von selbst ist er nicht darauf. Meine Waffe ist besser als das. Oder genauso gut mindestens. Ich habe so einiges gehört. Gut, dann bin ich hier so langsam, glaube ich, durch. Das schwarze Erz ist witzig. Okay. Davon lass ich lieber die Finger. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug Geld, um... Ich habe was anderes gehört. Ich gehe erstmal ins obere Viertel und da schauen wir dann mal in der nächsten Folge, was es mit Gerbrand und Diego auf sich hat. Warst du nicht? Ja, genau, der hier. Das erfahren wir nächstes Mal. Und dann schaue ich mal, ob ich hier oben nicht doch noch ein paar Heiltränke kriege. Spätestens bei Zuris kriege ich noch ein paar. Den habe ich nämlich nicht leer gekauft zwischen der Folge und der letzten. Und, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.